Wenn wir die Realität, in der wir leben, betrachten, dann stellen wir eine markante Sache fest. Das Leben ist sehr dynamisch. Wir leben in einer Highspeed-Ära. Die Zeit, das einzige Kapital, was wir besitzen, tickt gegen uns. Wir folgen strikt einem Muster. Jede Angelegenheit wird auf den Zeiger genau geplant. Durch das Internet, Smartphone und andere digitale Möglichkeiten planen wir unseren Alltag, um keine Zeit zu verlieren. Dadurch erhoffen wir uns den höchstmöglichen Erfolg. Wir tun dies, um produktiv zu sein, sei es beruflich, in der Uni oder beim Sport. Das System ist so konzipiert, dass man kaum Zeit für sich selbst hat oder kaum Zeit hat, um über das Dasein nachzudenken, geschweige denn seinen Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala zu erkennen. Zu erkennen, wer man ist, wer einen erschaffen hat, woher man kommt und was der Sinn des Lebens ist. Diese lebenswichtigen Fragen gehen in der Highspeed-Ära verloren. Wann war der letzte Spaziergang? Wann hat man abgeschaltet, um seinen Herrn besser kennenzulernen, ihn durch seine Schöpfung zu begreifen? Wann saß man auf einer Parkbank und hat sich die Natur angeschaut, nachgedacht und aus der Erschaffung von Himmel und Erde Resultate gezogen? Kaum oder auch fast nie. Die Dynamik des Alltags lässt dieses einfache Reflektieren nicht zu. Der Terminkalender ist voll. Doch wir sollten uns diesem Luxus widmen, koste es, was es wolle. Er ist von essentieller Bedeutung. Warum? Durch das Nachdenken über die Erschaffung der Himmel und Erde, durch das Betrachten der Umwelt und der Natur, lernst du Allah subhanahu wa ta'ala kennen. Allah fordert uns auf, über all das, was unsere Sinne erfassen, nachzudenken. Und er hat das für euch dienstbar gemacht, was in den Himmeln und auf Erden ist. Alles ist von ihm. Hierin liegen wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Und in vielen anderen Suren befiehlt uns Allah subhanahu wa ta'ala, die Schöpfung zu betrachten und darüber zu reflektieren. Der Mensch wird unweigerlich zu der Erkenntnis kommen, dass es für all das Erschaffene einen Schöpfer geben muss. In seinem heiligen Buch spricht Allah subhanahu wa ta'ala über die Sonne, den Mond, den Himmel, die Sterne, die Tiere, die Natur und das Wasser, ja sogar über den Menschen und woraus er erschaffen wurde. Die Schöpfung Allahs ist ein Spiegel für die Eigenschaften Allahs. Wenn du etwas über die Erhabenheit Allahs verstehen möchtest, so schau auf seine Schöpfung. Das Einzige also, was wir tun müssen, ist, die Schöpfung um uns herum zu betrachten. Jemand, der seine Lebensenergie verwendet, um nur die Eitelkeiten dieses Lebens zu suchen, gleicht jemandem, der Edelsteine gegen Kieselsteine eintauscht. In der modernen Zeit sind wir leider dabei, unsere Lebensenergie den unwichtigen Dingen zu widmen, anstatt uns auf die Edelsteine, den Islam, den Koran und die Lebensweise des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu konzentrieren. War es denn nicht der Prophet, der sich in der Höhle Hira zurückzog und reflektierte? Wir können so viel aus der Erschaffung lernen und doch entfernen wir uns davon. Wir sehen sie und sind dennoch blind. Wir erfassen sie, aber verarbeiten sie nicht, ziehen keine Rückschlüsse. Es ist erstaunlich, wie viel wir über jeden einzelnen Aspekt unseres Lebens nachdenken, aber der Perfektion in der Erschaffung keinen Wert schenken. Als wäre das alles um uns herum selbstverständlich. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns aus seiner unbegrenzten Barmherzigkeit so viele Zeichen gegeben, die wir nur erkennen, wenn wir uns damit befassen und darüber nachdenken. Erst dann werden wir den wahren Sinn im Leben erkennen.